Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grotkurs Gaming und zu XCOM 2. Wir werden heute, weißt du noch nicht, was machen. Erstmal werden wir uns ein bisschen Energie von Avenger holen, glaube ich. Dann werden wir gucken, dass ein paar Leute ausheilen. Und dann schnappen wir uns endlich die Advent Black Site, die wir immer noch offen haben. Und wir haben nur 3 verwundete Soldaten im Moment. Wirklich? Stimmt das? Tatsächlich, Nomuraga San. Ungrutz ist immer noch ausgefallen und ja, Spark halt. Vector, wie er ja jetzt heißt. Ja, den hat es echt erwischt. Der hat einen Crit abbekommen in der letzten Folge. Und schon war er wieder ausgefallen. Avenger Power. Ja, genau. Da müssten wir aber irgendwo noch eins haben, denke ich eigentlich. Market? Ne, ist tatsächlich das einzige da oben. Ich dachte, wir hätten irgendwo noch ein angefangenes. Scheinbar nicht. These findings will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. Jetzt haben wir hier die guten alten Psioniker erwischt. So, und jetzt können wir das Ziel abbauen und wenn wir das bauen können. Eieiei, die Waffen, das dauert, ne? Was können wir denn hier überhaupt noch? Die Viper King Autopsie. Wie lange dauert denn die? 5 Tage. Da könnte ja vielleicht auch was Geiles rauskommen bei. Also wir machen erstmal die Stunlancer-Autopsie. Der Stunlancer war apparently outfitted with the intention of serving as a civilian peacekeeping unit within the city center. Although they are equipped with weapons capable of administering non-lethal blows, recent reports indicate an increasingly aggressive stance taken by these units. Advent clearly intended for these units to be their means of dealing with any unruly civilians within the city centers. It seems they have come to rely on more brutal means of pacification in the time since. Aha, früher waren die also friedlicher, die Advent-Typen. Die Ionic X können wir jetzt bauen, tatsächlich. Das heißt, wir können hier über die ganz normale Forschung scheinbar unsere Alien Hunter Waffen aufrüsten. Oh, geil. Da hätte ich ja schon Bock drauf. Achso, ja, hätte ich mal vorlesen können gerade, ne? Es ging jedenfalls darum, dass man das Ding jetzt in eine brutale Waffe umwandeln kann. So, und wir werden dann hier auf jeden Fall uns langsam mal an die Magnetwaffen heranwagen. That work begins immediately, Commander. I'll contact you when I have a full report available. Dr. Shen's constant vigil over my activities is starting to wear thin. I consider myself a patient man, but eventually she's going to have to trust me if we're going to achieve our goals. Ja, also Tigan bemängelt, dass ihm hier nicht vertraut wird von Lily. Aber ja gut, da muss er halt durch. So, gucken wir mal. Nobunaga-san. Wer hat der hier diese Axt? Und haben wir die jetzt... Ne, die müssen wir dann wahrscheinlich erst bauen, oder? Achso, okay. Wie war denn das hier? Brauchen wir da... Wo bauen wir neue Waffen? Brauchen wir dazu den Dingsbums? Ne, eigentlich... Jetzt bin ich hier schon eine Weile raus aus dem Spiel. Eigentlich müssen wir es doch ganz normal im Engineering machen können, oder? Commander. Hi. So. Build Items. Weapons. C-Amp können wir bauen auf jeden Fall. Die Upgrade, ja genau. Und die 80 Supplies. Und 10 Alloys können wir uns im Moment eigentlich ganz gut leisten. Ist instant. Können wir noch ein bisschen
abwarten. Ich würde natürlich vorher gerne sehen, wie gut die ist, aber ich denke, das fällt aus. Das Schwert können wir uns dann auf jeden Fall sparen. Und jetzt ist natürlich die Frage, schummeln wir einfach ein bisschen. Dann können wir das Ding, wo sind da unsere Ressourcen? Na, 25 Illyrium. Boah, das wäre dann fast alle. Wollen wir ein bisschen schummeln und hauen einfach zum Pairing und dann dauert es trotzdem so lange. Sehr interessant. Ja, wollen wir einfach ein bisschen schummeln und Torben hier irgendwie. I saw Tygen muttering to himself in one of the corridors. I'm not sure he even noticed me. Bradford trusts him, but I'm still keeping my eyes open. Da haben wir genau das Problem, ne? Sie vertraut Tygen überhaupt nicht. Und Torben einfach hier so zum Zielsoldaten aufstufen, obwohl wir das eigentlich. For wanting to keep an eye on Tygen. But at this point, we need all the help we can get. Ja, und er sagt, es ist okay, dass Shen ihn überwacht, ne? Kann er ihr nicht verübeln im Prinzip. Ne, aber wir brauchen halt alle Hilfe, die wir bekommen. Ja, Torben jedenfalls zum Psi-Soldaten machen, obwohl wir noch nicht das Psi-Labor haben, oder nicht? Weiß nicht. Ich war eigentlich so ein bisschen dagegen. Okay. We want to set back the aliens work on the Avatar project. Ja. We should hit one of their facilities as soon as possible. Commander, the aliens continue to make progress on the Avatar project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. So, also die Aliens haben hier gerade Breakthrough after Breakthrough. Ist kein Problem, wir kriegen das unter Kontrolle, hoffe ich. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Okay. Wir haben hier also einen Soldaten, dann züchten wir uns gerade 9. Und wir gucken mal nach Klasse aufgeteilt. Wir haben jetzt 4 Grenadiere. 2 Ranger nur. 3 Scharfschützen, 4 Spezialisten. Das heißt, wir passen uns noch einen Ranger. Auf jeden Fall als nächstes. Und da habe ich mir ja schon so ein bisschen ausgesucht. Die gute Frau mit dem Zopf. Mit dieser kleinen Palme oben drauf. Ne? Ich weiß gar nicht, wie der Zopf tatsächlich heißt. Hier, Tactic School. War das Ludmilla? Ja, muss ich mir nochmal angucken. Hier sehen wir dann leider nicht das Bild, ne? Sorry, schade, dass wir da nicht in so einen ähnlichen Bildschirm hier reinkommen. So, ja genau, Ludmilla Popova. Die wollte ich ja zum Ranger machen, auf jeden Fall. Ist umständlich, diese Steuerung. Das ist mir beim ersten Mal spielen nicht so krass aufgefallen. Aber sie ist tatsächlich sehr umständlich. So, Ranger. Einmal anfangen mit Training. So, was können wir denn hier an neuen Taktiken schon erlernen? Integrated Warfare. Vengeance. Lightning Strike und Vulture. Ah, das wäre früher oder später noch mal eine gute Sache, auf jeden Fall. Ja, ansonsten. So, ich will jetzt hier endlich die Avenger Power haben. Ich glaube, es gibt uns ein Power oder sowas. Ja, ist okay. But your efforts so far have left many wondering if we have made the right approach. We will have to do better. Ja, okay, gut, klar. Kein Problem. Wir holen uns hier gleich noch jemanden. Und dann legen wir los. Was gibt's denn hier? Rapid Response, Avatar Project, Minor Breakthrough. Wie viel Intel haben wir? Ja. Alien Infiltrator. Ach du schöne Ding. Ja, okay. Ich will das hier endlich fertig haben. Plus 3 Power. Yes. Setting course for Sector 14, East Asia. Ja, den Supply Drop holen wir uns nach der nächsten Mission auf jeden Fall. So, jetzt wird er erstmal rekrutiert.
ein Scientist. Nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Damit wir in der Forschung nicht ganz so hinterherhinken, wie wir es im Moment tun. So, und dann bauen wir uns hier eine Resistance Comms Facility. Kostet uns 160 Supplies. Wir haben Commander pushed our current power systems to the limit. We don't have any capacity to spare, which means we can't expand our facilities further. Und dann müssen wir erstmal hier bauen. Aber die Resistance Comms, die werden jetzt wichtig. Und dann würde ich sagen, wie sieht's denn aus mit unseren Soldaten? Wir würden dann also Jonas mitnehmen, Sebi würden wir mitnehmen auf jeden Fall, Cory würden wir mitnehmen und Kuga. Und hätten wir noch genug Supplies, um uns die Axt zu bauen? Nein, hätten wir nicht, ne? Hätten wir nicht. Die neue Axt würde ich aber super gerne mitnehmen, auf jeden Fall. Obwohl, die kostet nur 90. Die, kann es sein, dass sie nur 90 kostet? Ne, nicht die Armory war jetzt falsch. Engineering. Great Item. Ah, die kosten. Ah, doch, hier. Die kostet nur 80. Die werden wir uns bauen. So, okay. Also, wir starten jetzt endlich hier. Diese wunderbare Mission. Hier, die Advent Black Side. 125 Supplies bekommen wir dafür wieder. Das ist sehr gut. Die können wir dann nämlich ganz gut gebrauchen. So, und dann müssen wir mal gucken, wo sich die nächste befindet. Vector ist eigentlich schon wieder einsatzbereit. Das heißt, den werden wir mitnehmen. Koga auf jeden Fall, hatten wir ja gesagt. Koga, nicht Koga. Was auch immer ich hier gerade erzähle. Ja, sieht eigentlich, ne, ist genau das Team, das wir uns zurechtgelegt hatten. So, da müssen wir nur noch mal hier ins Engineering gerade rein. Und uns die Axt bauen. Was können wir denn sonst noch bauen? Battle Scanner, auch eine geile Sache. Mind Shield, ja, früher oder später auch gut. Rüstung, ne. Ja, also unsere, indem wir unsere Expertise mit der Arbeit mit Alien-Legierungen benutzt haben, haben wir es geschafft, diese Axt oder die Axt des Jägers, die Hunter's Axe, in eine ungemein gefährliche Nahkampfwaffe weiter zu verfeinern. So, dann schauen wir mal. Ja, Shotgun ist okay, finde ich. Wo ist denn unsere schöne Axt? Ich will die benutzen. Klick ich hier nochmal drauf. Also sie ist schon unser Spezialist auf jeden Fall. Achso, wahrscheinlich ist es ein Utility-Item, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Warum kann ich die Axt hier nicht bekommen? Und was macht meine Stimme gerade? Ich habe keine Ahnung. So, hier ist soweit alles okay.
Ja, bekommen wir mehr mechanische Gegner oder mehr andere Gegner? Ist jetzt natürlich die Frage. Das heißt, nehmen wir eine Gasgranate und zwei Frostgranaten mit oder umgekehrt. So, hier kann ich auch auf Bild-Items. Achso, so hätte ich es natürlich auch machen können. Sie mal kurz raus. Nobunaga-san kann ich gar nicht reinnehmen. Aber dann muss ich hier irgendwie noch mal hier rein und da an Nobunaga-san rumspielen. So, der hat nämlich hier die Axt. So, und die geben wir jetzt einfach weg. Ich weiß nicht, warum das hier so umständlich sein muss. Aber scheinbar gehört das so. Oh, Lebenssignale, Lebenszeichen. So, Jin nicht. Ich will Kuga. Sie bekommt ja auf jeden Fall ein Flashbang. Da haben wir sie, die Axt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Panther runternehmen musste. 5 bis 7 Damage. Wie viel hatten die vorher gemacht? Wahrscheinlich 4 bis 6, ne? Da hat die immer 6 bis 8 gemacht mit plus 2 Blade Master. Eine Stun Chance 25%. Geil. Ist tatsächlich viel besser als hier das volle Schwert. Ja, und wir können natürlich wieder einmal werfen. So, hier bitte Shotgun ansonsten. Wonach wollte ich gerade gucken? Sebi ist ausgerüstet. Granatenwaffe. Achso, nach der Sekundärwaffe von Sebi wollte ich gerade gucken. Ja, Shadowkeeper, alles klar. Haben wir. Sehr schön. Oh. Okay, dann würde ich sagen, wir sind soweit und können jetzt anfangen, den Aliens ein bisschen auf den Pelz zu rücken. Difficulty, difficult. Okay, gut, nehmen wir. Ah, da müssen wir mal gucken, dass das Vector hier irgendwie ein bisschen überlebt, ne? Aber der schafft es. Der hat es bis jetzt auch immer geschafft. Und er hat ja auch eine schön schwere Waffe dabei. So, ich habe jetzt zwei Frostgranaten dabei. Oh ja, auf geht's. Our contacts in the local resistance have shown us how to access the Advent Black Site. The aliens worked hard to keep this place under the radar, and we don't know what we're gonna find in there. Keep your heads up. Expect heavy opposition. Okay, machen wir doch glatt. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob das hinhaut oder nicht. Aber wir sehen es hier, ne? Größtenteils Deutsche hier im Team. Cory ist Südafrikanerin. Weiß nicht, Flagge war halb verdeckt. Ich meine, es war die südafrikanische. We've confirmed the Black Site is in your immediate vicinity. Infiltrate and investigate the area. Expect heavy resistance. Neutralize all hostile contacts. Position ist verschleiert. Position ist verschleiert, sagst du. Aha. So, welches Dach wollen wir denn haben? Na, wahrscheinlich sind auf den Dächern überall Türme drauf. Darüber wissen wir jetzt natürlich nichts. Bin hier irgendjemand in eine vernünftige Deckung mit so ein bisschen Vorwärtsbewegung?
Ja, ungefähr so könnte auch ganz gut aussehen. Moving out. So, hier vorne dran ist zumindest schon mal kein Turm. Das finde ich höchst anständig. Ansonsten, hier könnten wir so ein bisschen... Oh, da können wir uns eigentlich richtig gut über Dächer nach vorne arbeiten. Wie weit geht denn das hier drüben? Nicht so weit. Und hier kommen wir noch ein bisschen dichter ran fast. Auf der linken Seite. Das heißt, wir wechseln hier vielleicht gleich die Straßenseite. Mal gucken. Ich rücke aus. So weit wie ich wollen würde, kommen wir hier leider gar nicht. Wir haben halt auch kein Rundenlimit, was ganz gut ist. Hey, drüben das Dach, ne, deutlich weiter vorgeschoben. Das heißt, da werden wir uns entlang bewegen über dieses Dach. Ich lasse Jonas mal hier mit lang gehen. Bin unterwegs. Und Sebi darf sich hier hinterm Kilobotter bequem machen. Bestätigt. Überwachung läuft. Sending to Overwatch. Maintaining area scans. Oh, auch von rechts höre ich was. Einen mechanischen Gegner. Ne, da hört man auch so einen Turm surren. Hier oben ist garantiert irgendwo ein Turm. Wenn man da in die Gegend geht, hört man das. Ja, das gehört. Ne, der muss irgendwo hier drüben sein. Ja, hier irgendwo in der Gegend wird er sein. Also ein bisschen kann man da immer abschätzen. Das finde ich ganz gut. So, Cory, wohin mit dir? Kommt der Kilobotter, da kommt er oben nicht so gut ran. Schon unterwegs. Okay, also man sieht hier noch nicht wirklich viel. Ah, Herr Kilobotter kommt nicht da vorne hin. Sebi ist auch nicht schneller, leider. Ist hier überhaupt irgendwo eine gescheite Deckung? Nicht wirklich. Dann lasse ich den Kilobotter einfach dahin laufen. So. Alles cool. Sebi nutzt hier die neu entstandene Deckung. Solid copy. Und dann rücken wir hier einfach ein bisschen schneller nach. So, eigentlich sollten wir jetzt niemanden mehr aufdecken, aber wer weiß. Sporter los. Scanngebiet. Auch von rechts, okay. Also da drüben ist tatsächlich irgendwo jemand hier drin und ein Turm oben drauf. Gut, dass wir uns von dem Dach hier ein bisschen fernhalten. So, wir blinzeln vielleicht mal unauffällig hier hinein in dieses
Gebäude. Und sammeln uns ein bisschen hier oben auf dem Dach. Okay, da drin scheint alles cool zu sein. Sehr schön. Wir könnten hier auch durchs Gebäude durchgehen. Und dann erst irgendwo hier hinten hoch. Wäre auch eine Möglichkeit. Herr Kilobotter, ja, der kommt hier hin. Ganz unauffällig mit seinen Jump Jets. So, Sebi kuschelt sich immer hier so schön an ihn an. Und Jonas? Was machen wir mit Jonas? Nach hier vorne. Und dann muss er hier wieder zurücklaufen. Auch irgendwie dumm. Position bestätigt. Lassen wir ihn einfach hier nach. Bestätigt. Überwachung läuft. I'm on it. On Overwatch. Overwatch mode. Engaged. Halte die Augen offen. Ja, definitiv rechts irgendwo. So, hier oben höre ich zumindest keinen Turm. Bin unterwegs. Jop, scheint auch alles cool zu sein. Finde ich gut. Das gibt mir Selbstvertrauen. Kann ich hier irgendwie einen anderen Weg nehmen? Ja, der hier ist mir etwas lieber. So, aber hier ist auch alles cool, alles cool. Ja, der Turm, der muss echt hier sein, denke ich. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter rechts, aber da ist eigentlich ein ganz guter, eine ganz gute Vermutung, dass er sich dort befindet. So, sehe ich nach rechts. Ist das hier keine Deckung? Nee, okay. Dann kommen wir hier hinter. Confirmed. So, da müssen die anderen beiden jetzt aufschließen, so langsam. Confirmed. Beziehungsweise, wenn die so ein bisschen hinterherhinken, dann ist das nicht so schlimm. Dann sind wir ein bisschen verteilt da. Na, ich komme ja auch nirgendwo in günstige Position. Bestätigt. Rücke aus. Die dürfen halt nur alle nicht so weit auseinander fransen. Aha. Ja, da ist irgendeine mechanische Einheit und irgendwas schnell Huschendes. Insektoid in Begleitung von Max. Ist das eine Gruppenzusammensetzung? Eigentlich nicht, ne? Ja, hier ist halt doof, ne? Hier gibt's rechts eine Brüstung. Hier vorne wäre die nächste coole Deckung. Befehl bestätigt. Das heißt, wir nutzen das hier mal gerade, um uns ein bisschen besser zu sammeln hier oben. Moving to designated coordinates.
Heading out. So, dann lassen wir Jonas jetzt einfach hier hoch sprinten. Ach, beinahe hätte er gar nicht sprinten müssen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Gut, das freut mich. Das spart Zeit. So, und dann gehen wir noch in Overwatch. Und dann... war es das für heute, Jungs und Mädels? Ja, hinten aus der Richtung also. Na? Und hier hat es auch irgendwo geraschelt, ne? Vielleicht hier oder hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann schauen wir mal, was die fiesen Aliens hier für uns vorbereitet haben. In dieser wunderbaren Mission, die doch etwas anspruchsvoller wird, denke ich, aus, wenn ich mich richtig erinnere. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, habt einen wunderschönen Tag, bis dahin. Ciao!